Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es geht weiter mit den Kaderplanspielen der Fußball-Bundesliga. Und ihr seht es schon, heute Hannover 96 das Thema. Und noch ist Hannover Erstligist, noch sind sie offiziell noch kein Zweitligist. Deswegen können wir auch nochmal über Hannover 96 reden, denn da gibt es sehr, sehr viel zu besprechen. Es gibt enorm viele Spieler, die Hannover verlassen sollen, verlassen müssen, verlassen wollen. 15 Spieler, davon hat Martin Kind gesprochen, die Hannover verlassen könnten. Wir gucken gleich mal drauf, wie viel wir dann wirklich haben, denn es sind, glaube ich, sogar noch mehr. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, dass Hannover auch neue Leute braucht, die nächstes Jahr in der zweiten Liga dazu fähig sind, im besten Falle Hannover direkt wieder in die erste Liga zu ballern. Es wird sich im Kader enorm viel ändern. Es ist noch ein krasserer Umbruch als beim Abstieg vor ein paar Jahren, als ja auch viele Spieler gegangen sind. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, worüber man heute sprechen kann. Wir gucken auf die Spieler, die gehen könnten. Wir gucken auf Spieler, die kommen könnten, die kommen werden und wie Hannover dann im nächsten Jahr in der zweiten Liga aussehen könnte. Beginnen wir erstmal mit den Abgängen. Zum einen von Spielern, die schon gehen, also wo es schon fix ist. Zum anderen, die noch gehen könnten und wahrscheinlich auch noch gehen werden. Und ihr seht schon, das ist eine lange Liste und es fehlen sogar noch welche. Also fix ist aktuell, dass Niklas Füllkrug für gute 6,5 Millionen Euro zu Werder Bremen wechselt. Damit hat man auch schon mal zumindest ein paar Millionen, die man in den Kader investieren kann. Niklas Füllkrug dieses Jahr leider verletzt gewesen. Wäre er fit gewesen, sehe es vielleicht anders aus, wäre man vielleicht nicht abgestiegen, hätte, wäre, wenn. Nun ist es so, er wechselt zurück zu Werder Bremen. Stand jetzt würde auch Philippe Hannover verlassen, den habe ich jetzt nicht aufgelistet. Sein Vertrag läuft aus, der Brasilianer hat ja aber trotzdem auch eine gute Rolle gespielt, hat sich nun verletzt. Ich glaube trotzdem, dass er eine Verlängerung des Vertrages bekommt, sicherlich mit einem niedrigeren Gehalt, aber ich glaube schon, dass Hannover mit ihm verlängern wird und er auch ein Faktor sein kann nächstes Jahr in der zweiten Liga. Ofe Bech wird Hannover verlassen, ebenso wie die Leihspieler Takuma Asano, Kevin Akpoguma, Bobby Wood, Kevin Wimmer und Nikolai Müller. Davon wird keiner gehalten, davon kann auch gar keiner gehalten werden, weil sie viel zu teuer sind und zum anderen eigentlich auch überhaupt nicht überzeugt haben. Wallacy, der Sechser, im vergangenen Sommer aus Hamburg gekommen, er hatte ein paar Spiele drin, wo man sein Potenzial erkennen konnte, ein paar, wo er mal wieder schwach war, trotzdem gibt es für den Spieler einen Markt und da ist sicherlich möglich, 10 bis 12 Millionen Euro zu kassieren. Genki Haraguchi, auch da erhofft man sich eine Millionensumme, er ist ja im vergangenen Sommer von Hertha BSC gekommen, hat durchaus auch eine gute und zentrale Rolle gespielt, aber da wird man sicherlich auf ein paar Millionen hoffen und ihn dann abgeben. Waldemar Anton, mit dem würde man sehr, sehr gerne in die zweite Liga gehen. Er war ja Kapitän bis Mitte März. Er ist ein Führungsspieler, er ist ein Junge mit enormem Potenzial. Es gibt viel Interesse aus der Fußball-Bundesliga. Köln wurde genannt, Bremen wurde genannt, nun auch der FC Schalke 04. Wird man irgendwie 10 bis 12 Millionen Euro geboten bekommen, bin ich mir sicher, ist Anton auch weg. Ilas Bebu, da gibt es immer wieder Meldungen, dass sein Transfer zu Gladbach fix sei. Es ist noch nicht endgültig fix, aber man kann davon ausgehen, dass er zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird und auch da wird Hannover enorme Millionen kassieren. Michael Esser, auch ein Spieler, mit dem man sehr, sehr gerne in die zweite Liga gehen würde, der aber Hannover verlassen möchte. Er will in der ersten Liga bleiben, Fortuna Düsseldorf gilt dort wohl als heißester Interessent. Pimin Schwegler, auch mit dem würde man gerne nächstes Jahr weiterarbeiten, aber sein Vertrag läuft aus, er wird wohl zurückgehen in die Schweizer oder in seine Schweizer Heimat. Es gibt noch weitere Spieler, die Hannover wohl verlassen sollen, wie Julian Korb, wie Miko Albonos. Da gucken wir gleich nochmal drauf, sonst wäre die Liste enorm lang geworden. Aber ihr seht schon, Hannover, da werden extremst viele Spieler den Verein verlassen. Im Umkehrschluss bedeutet das natürlich auch, dass man unbedingt neue Spieler braucht. Es wird sich sicherlich vor allen Dingen darauf konzentriert, wer zurückkommt von Laien, wer aus der eigenen Jugend hochgezogen wird und dann vielleicht noch ein paar externe Neuzugänge. Ja, aber aktuell gibt es auch einfach sehr, sehr wenig Gerüchte. Also, Philipp Schauner ist schon mal einer, der zurückkehrt und sicherlich eine gute Rolle spielen kann. Er war ja verliehen in Ingolstadt oder ist aktuell noch verliehen in Ingolstadt, weil er in Hannover seinen Stammplatz verloren hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn Esser geht, traut man ihm auch durchaus die Rolle als Nummer 1 dann wieder zu in der zweiten Fußball-Bundesliga. Mike Steven Behre kommt zurück, ebenso wie Manuel Schmiedebach, der in Union Berlin ausgeliehen war. Vielleicht hat er auch in der zweiten Liga wieder eine neue Perspektive, ebenso wie Fabian Senninger, ein Rechtsverteidiger, der in die dritte Liga verliehen war. Justin Nice wird hochgezogen aus der eigenen Jugend, wahrscheinlich ebenso wie, zumindest würde ich so vermuten, und ich würde es machen, wie Niklas Tarnath, Luca Beckenbauer und Sebastian Soto. Luca Beckenbauer, klar, den jungen Mann, den kennt man allein schon aufgrund seines Namens.
Der Enkel von Franz Beckenbauer könnte vielleicht nun zu den Profis hochgezogen werden. Er ist ja 18 Jahre jung. Wir sehen ihn hier rechts oben, da noch mit André Breitenreiter. Denn er hat auch schon mal bei den Profis mittrainieren dürfen. Der Junge hat wohl Potenzial, was man so von ihm gesehen hat. Ich habe auch schon ein paar Spiele von ihm gesehen in der Jugend, weil er ja auch mal bei Schalke gespielt hat. Da war er schon wirklich überzeugend. Also ich glaube schon, dass man ihn jetzt hochziehen könnte und er vielleicht in der zweiten Liga auch eine Rolle spielen kann. Ebenso wie Sebastian Soto. Auch er ist nur 19 Spieler, auch er könnte hochgezogen werden. Da müsste man aber vorerst auch erstmal den Vertrag verlängern, um da auf Nummer sicher zu gehen. Exzellente Neuzugänge könnten sein. Robin Bormuth wurde immer wieder mit Hannover in Verbindung gebracht. Sollte er kommen, könnte er sicherlich eine zentrale Rolle einnehmen. Er wurde ja auch bei Nürnberg auf dem Zettel genannt. Aktuell bei Düsseldorf unter Vertrag ist sicherlich ein Thema, ebenso wie Christopher Antwiadjei. Kleiner Rechtschreibfehler da, natürlich müsste da Antwiadjei stehen. Verzeiht es mir in diesem Falle. Ihr wisst natürlich, wer gemeint ist. Rechts unten sehen wir ihn auch, Antwiadjei. Es hieß ja sogar, dass Hannover die Zusage hätte, dass es fix schon eigentlich wäre, dass Antwiadjei zu Hannover wechseln wird. Allerdings glaube ich schon, dass der Junge so schlau war, dass er erkannt hat, ich kann mit Paderborn erste Liga spielen und dann gehe ich nicht in die zweite Liga zu Hannover. Ich denke ja schon, dass da irgendwie schon eine Vereinbarung ist, sollte Hannover, der Fall ist eingetreten, absteigen, dann bleibt er bei Paderborn, vor allen Dingen natürlich auch, weil er mit Paderborn höchstwahrscheinlich aufsteigen wird. Deswegen glaube ich schon, dass Hannover dort sehr, sehr schwer haben wird, ihn zu bekommen. Gucken wir uns nun mal die Mannschaft von Hannover 96 an. Sehr, sehr viele Veränderungen, viele Abgänge, teils Neuzugänge, aber in Sachen externen Neuzugänge wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Da wird man auch sehen, was möglicherweise auch ein neuer Trainer möchte. Möglicherweise aber eben auch Thomas Doll. Weiß man ja alles noch gar nicht. Philipp Czauner kehrt vorerst zurück. Halte ich für realistisch und für durchaus auch denkbar, dass man ihn als Nummer 1 auch einplant. Wäre man blöd, wenn man da noch einen externen dazuholen müsste. Samuel Sahin-Rattlinger würde ich die Nummer 1 sogar auch zutrauen. Wird man sehen, was mit ihm passieren wird. Leo Weinkauf dann als Nummer 3. Michael Esser wird Hannover verlassen. Rechts hinten dann Oliver Sorg. Er wird wohl einer der wenigen sein, die bleiben werden. Fabian Senninger dann als Backup für ihn macht durchaus Sinn. Er ist zwar noch ein junger Spieler, hat jetzt auch keine Bundesliga-Erfahrung, aber für die Zweitliga ist er sicherlich bereit als Backup für Sorg. Macht das aus meiner Perspektive auf jeden Fall Sinn. Philippe haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Vertrag läuft aus, er ist verletzt. Ich glaube aber schon, dass Hannover ihn dort schon nochmal einen neuen Vertrag anbieten wird und man wird sehen, wie er dann noch nach seiner Verletzung zurückkommen wird. Robin Bormuth da möglicherweise als externer Neuzugang, Luca Beckenbauer hochgezogen aus der eigenen Jugend. Timo Hübers hätte man dann auch noch als weiteren Backup und links hinten Matthias Ostrzolek, der wird ja wohl mitgehen in die zweite Liga. Abgänge, Julian Korb, wie gesagt, auch der wird Hannover oder soll Hannover wohl verlassen. Interessenten gibt es dort ebenso wenig wie bei Josip Elles und Mikko Albonos. Das sind jetzt die drei Namen, die nicht vorhin bei den Abgängen mit drauf standen, die aber Hannover wohl auch verlassen werden. Waldemar Anton wird wohl in der Bundesliga bleiben. Kevin Akpoguma kehrt zurück zu Hoffenheim, Kevin Wimmer zu Stoke City. Also viele, viele Abgänge dort. Gehen wir weiter ins Mittelfeld. Marvin Bakkerlord, sein Vertrag läuft aus. Er ist der Captain der Mannschaft. Ob er bleiben wird, ist immer noch fraglich. Denn auch sein Ex-Verein, der SC Paderborn, möchte ihn gerne holen. Dann möglicherweise auch mit ihm erste Liga spielen. Ob das Bakkerlord dann vielleicht ja, dazu überredet sozusagen, dass er weiterhin in der ersten Liga bleibt, wird man sehen. Es wird sicherlich nicht einfach für Hannover, ihn zu halten. Manuel Schmiedebach könnte zurückkehren und direkt auch eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnehmen. Niklas Tarnath kann ich mir sehr gut vorstellen, spielt in der Jugend eine wirklich gute Rolle, ist auch Captain der zweiten Mannschaft und eben ein Sechser. Wie gesagt, wäre für mich auf jeden Fall vorstellbar und durchaus möglich, dass man ihn hochzieht. Florent Musliar, den wird man sehr, sehr gerne behalten. Ein Zehner, der in diesem Jahr ja durchaus auch überzeugen konnte, trotz seines jungen Alters, vor allen Dingen mit seinen Freistößen. Da gibt es sicherlich auch Interesse von größeren Clubs, aber wenn er vernünftig ist, geht er vielleicht mit in die zweite Liga, spielt ein Jahr dort, etabliert sich bei Hannover und spielt dann möglicherweise auch mit Hannover wieder erstklassig. Mike Steven Behrer haben wir schon drüber gesprochen, der kehrt da zurück. Vielleicht wird er eingeplant, vielleicht wird er auch direkt weiterverkauft. Linton Meiner, der links außen, auch er ebenso wie Muslia, hat er in seinem jungen Alter überzeugt. Und auch er steht bei mehreren Bundesligisten auf dem Zettel. Meiner könnte Hannover somit verlassen, könnte auch eine ordentliche Millionensumme reinspülen. Wenn er bleibt, wird er sicherlich aber auch eine zentrale Rolle einnehmen. Justin, nice. Oh, auch da ein kleiner Rechtschreibfehler, auch das könnt ihr mir sicherlich verzeihen. Justin Nice, auch er wird hochgezogen aus der eigenen Jugend. Edgar Pripp, der wird sicherlich bleiben. Er war ja mal Kapitän noch zur Zweitliga-Zeit, hat sich dann ja mehrfach auch verletzt. Ist nun so langsam wieder fit, wird sicherlich mitgehen in die zweite Liga und dort eine wirklich gute Rolle auch spielen können. Noah Sarenren-Basé, er ging ja schon damals mit in die zweite Liga, hat sich dann etabliert.
hat sich dann aber wie so oft verletzt. Wenn er fit ist, kann er in der zweiten Liga bestimmt eine zentrale Rolle spielen. Abgänge, wenn dann Wallacy, Pirmin Schwegler, Ivar Fossum, auch David Hannover wohl verlassen, Genk Yaraguchi, Ilas Bebu, Nikolai Müller und Uwe Bech. Im Sturm dann auch Hendrik Weiland, er wird ja mit in die zweite Liga gehen. Er bleibt bei Hannover 96, kam ja im letzten Jahr aus der Regionalliga, hat sich dann im Profiteam etabliert und durchaus auch in der Bundesliga überzeugen können. Er wird vorne drin Stammspieler sein, sicherlich auch Führungsspieler sein und wichtig für Hannover im nächsten Jahr. Sebastian Soto dann aus der eigenen Jugend wird hochgezogen. Sein Backup wird man sehen, ob man dann vielleicht noch einen weiteren dazu holt, der vielleicht auch Zweitliga-Erfahrung hat, wäre sicherlich sinnvoll. Abgänge dann Takuma Asano, Niklas Füllkrug, Jonathas und Bobby Wood. Gucken wir uns zu mal eine mögliche erste Elf an bei Hannover 96. Ist es sehr, sehr schwierig, weil viele Spieler verlassen Hannover. Es gibt kaum Gerüchte aktuell, wer wirklich extern kommen könnte. Und natürlich ist immer noch nicht sicher, wer ein neuer Sportdirektor wird, ob es dann auch einen neuen Trainer gibt. Ich habe mich jetzt mal hierfür entschieden für ein 4-2-3-1-System. Und danach habe ich jetzt einfach mal aufgestellt nach den Spielern, die wir jetzt gerade rausgefiltert haben. Also Czauner wäre dann die Nummer 1. Sorg rechts hinten auf jeden Fall gesetzt. Bormuth als Innenverteidiger eine wichtige Säule dann auch. Und neben ihm würde ich mich dann auf jeden Fall für Luca Beckenbauer entscheiden. Klar, wenn Philippe fit ist, sollte auch er natürlich spielen. Aber aktuell ist er erstmal verletzt. Und dann, glaube ich schon, sollte man Beckenbauer einfach mal die Chance geben, sich zu zeigen. Natürlich sagen auch viele, aufgrund seines Namens hat er einen hohen Druck. Ja, aber er hat auch Fähigkeiten, direkt mal in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln zu dürfen. Und ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, wenn man vernünftig ist, dass man ihn hochzieht, dass man ihn langsam aufbaut. In der zweiten Liga hat man die Chance dazu, das auch in Ruhe zu machen. Und dass er eben aber auch die Chance hat, sich dann auch in der Innenverteidigung zu etablieren. Links hinten vielleicht eine kleine Überraschung, aber da würde ich auf Edgar Pripp setzen. Vielleicht kann man ihn auch in das linke Mittelfeld ziehen und dann Matthias Ostrolek links hinten hinstellen. Aber Edgar Pripp ist ein Führungsspieler, kennt auch die zweite Liga. Macht Sinn, den als Stammspieler dann zu etablieren. Marvin Bakalotz, wenn er bleibt, ist er Kapitän und ist gesetzt. Neben ihm dann, Stand jetzt, für mich zumindest Manuel Schmiedebach. Dann das Reihen Mittelfeld mit Meiner, mit Musli und mit Sarenren Basé. Da ist sehr, sehr viel Tempo, da ist sehr, sehr junge, frische, da auch eine gewisse Unbekümmertheit, die sicherlich nächstes Jahr in der zweiten Liga wichtig wird. Und diese drei Leute können da sicherlich ordentlich wirbeln. Und dann auch vorne drin Niklas Weiland bedienen. Wie gesagt, der ist gesetzt. Er ist Stürmer Nummer 1. Also, das war das Video über Hannover 96. Die Kaderplanspiele bei Hannover sind schwierig. Viele, viele Spieler werden gehen. Viele, viele Spieler wollen auch einfach gehen. Und Hannover braucht da neue Leute. Wenn sie nächstes Jahr wieder aufsteigen wollen, brauchen sie sicherlich auch 3-4 externe Neuzugänge. Es macht durchaus Sinn, aber auch dann auch für Jugend zu setzen, wie auch auf Spieler, beispielsweise wie eben Luca Beckenbauer. Im nächsten Video geht es dann weiter mit Borussia Dortmund, ein ganz anderes Team, da wird sich nämlich nicht so viel ändern, logischerweise. Sie wollen weiter hoch hinaus und dann sehen wir uns im nächsten Video eben mit Borussia Dortmund wieder.